Willkommen zurück zu Memoria. Hier, wo wir unseren doch so geliebten Bruder, den Prinzen, irgendwie versuchen, ja, aufzuhalten. Aber ich gucke mir erstmal noch ein bisschen um, weil hier war noch ein Hauptkristall hier oben, haben wir noch unbeachtet gelassen bisher. Er hält die gesamte Festung in der Luft. Solange Kasim mit ihm verwachsen ist, beherrscht er hier alles. Dann müssen wir dafür sorgen, dass er ihn nicht mehr beherrscht. Er hängt so weit oben, um ihn mit irgendetwas zu treffen. Weit werfen! Oh, hier ist ein Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Ihr seid schlau. Was? Ich bin auf der falschen Ebene. Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Ich habe gar nichts gemacht. Auf der Brücke befindet sich ein Schwebekristall. Ich bin auf der falschen Ebene. Was hat das jetzt zu bedeuten, was er sagt? Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Ich habe gar nichts gemacht. Oder mit der Steine die Tür einschlagen? Besser nicht. Ach komm schon. Nein. Ich sehe keins. Gürtel. Ich sehe keins. Mit die Steine. Das wird niemals. Gürtel mit der Tür? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Du musst irgendwas machen können. Du kannst ja nichts mit nichts kombinieren. Dann vielleicht nochmal mit den Herrn Ariarchos reden. Gebt, er ist... Nein, ich werde ihm alles... Er hat mich lange genug... Ja, haben die noch was? Ich habe alles mit... Hat er noch was? Er trägt noch sein Zepter bei sich. Oh, schön. Hat er noch was? Ich habe alles mit... Hat er noch was? Sprayos-Zepter, ah. Gut, dass ich nochmal raufklicke. Ich habe alles... Okay, dann haben wir noch ein Zepter. Wir probieren mal, ob wir die Tür damit aufbekommen. Lieber nicht. Nein. Können wir damit irgendwas kombinieren? Der Weg der Will... Doch, der Weg der Willkür wird es sein. Das führt doch... Vielleicht mit dem Stolz? Mir fehlt die Wie... Oder mit dem Stab? Besser nicht. Oder mit Alkohol? Lieber nicht. Oder die Verband? Das bringt mich... Ach Mann, oh, komm schon. Das wird niemand... Du hast ja noch den Verband. Ich darf jetzt nicht... Von Anfang bis hierhin durchgezogen. Ich kann den Verband problemlos von Hand zerreißen. Hm. Tu es. Alkoholgetränkter Verband. Hm. Ich sollte mit dem, was ich noch habe... Dafür nehme ich lieber einen frischen Streifen. Für den Stab? Ich kann den Verband... Hm. Jetzt machst du plötzlich nichts mehr. So, Stab. Tür um Tür. Das führt doch zu nichts. Kann ich das irgendwie aktivieren? Hm. Das ist wohl nicht magisch genug. Ich bin auf der falschen Ebene. Ich bin auf der Och, Mano. Ich bin auf der Kasims Arme haben einen der Schwebekristalle von seinem Podest gerissen. Ich sehe es. Es war, glaube ich, hier drauf und dann ist es jetzt dort hinten. Kasims Arme, wachsen die aus ihm raus? Wie komisch. Was macht denn dieses Zepter überhaupt? Das Zeichen des Praios-Geweihten. Unbrauchbar. Aber ich klammere mich an jeden Halm, den ich finden kann. Nutzloser Tand. Aber das war alles, was ich finden konnte. Irgendwas muss es ja können. Er ist aus robustem Leder mit einer Muschel als Schnalle. Auseinanderschneiden. Das wird niemals gehen. Und wenn ich ihn damit schon nicht töten kann, so werde ich ihn wenigstens verunstalten. Ist es ein Plan? Haruns Dolch ist nun mein Dolch. Ach, ist ja auch noch der vom Anfang. Was glaubst du in dieser Niederhölle noch zu finden, ne? Was trägst du an dir, was diese Qualen überstehen wird? Sie ist fast leer. Fast. Es ist kaum noch Alkohol in der Flasche. Kann ich das da irgendwie... Nein, nein, besser nicht. Ich darf jetzt nicht... Ich darf jetzt... Nein. Danke, Herrin, aber ich bin schon hibbelig genug. Es ist kaum... Ich sollte mit dem... Aber ich bin schon hibbelig genug. Der ist schön. Ich sehe kein Zus... Der Zauber wirkt nur auf... Achso, warte mal. Zu Steinen und Endsteinen. Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Charizard. Kleines Getier, auch Federkiel? Mein Zauber wirkt nur auf... Ach komm schon. Es gehörte doch zu einer... zu einem kleinen Getier. Praios-Zepter. Können wir... Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magische Fackeln und die Wächter. Ich fürchte...
Was muss ja... Ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Oh. Das geht nur... Wie schade? Vision. Priozeptor? Das ist kein persönlich... Sag mal... Jetzt drücke ich mal hier rauf. Turmtür. Ich komme auch nicht zurück. Tentakel sind höchstens noch. Diese Arme verbinden ihn mit den Kristallen. Über sie bezieht er seine Macht. Sie sind seine größte Stärke. Und auch die Schwachstelle. Aber auch seine... Von dieser Seite... Ich bin doch mein, ich habe alles ausprobiert. Hotspots anzeigen, Story Quest Log, Hauptmenü. Nee, bringt mir alles nichts weiter. Dolch. Lieber nicht. Ich sehe kein... Nein, mir fehlt die... Ich habe keine Ahnung. Nein. Muss ausprobieren. Versuch das gar nicht erst. Ich bin robuster, als ich aussehe. Der Weg, der... Ich kann den... Ich sollte mit... Nein, der Dolch geht schon mal nicht. Priozeptor? Nein, besser nicht. Lieber nicht. Das führt... Nein, das bringt... Das führt... Der Weg... Ja, meine Liebe, ich muss leider, da du mir nicht sagst, was ich machen soll... Ich sehe... Mal gucken. Ich weiß... Lieber nicht. Das führt... Besser nicht. Das führt... Lieber nicht. Ich darf jetzt... Ich darf jetzt nicht... Ich muss doch irgendwie die Tür aufbekommen. Oder den Stab auf ihm oder irgendwie sowas. Ich darf mein Ziel nicht... Dass ich ihn versuche irgendwie... Nein. Sie werden damit nichts mehr an... Das ist wohl wahr. Kann ich ihn kitzeln? Warum auch immer? Das führt... Warum auch immer? Ich sehe keins... Magst du einen Stein haben? Ich darf jetzt... Nein, will er nicht. Magst du einen Dolch haben? Wenn die Götter den Dolch nicht weihen wollen, werde ich die Welt eben ohne sie retten. Alkoholgetränkeverband, auf ihn. Der Weg der Wilk... Dass ich ihm vielleicht helfen kann oder so. Hier, nehmt einen Streifen von meinem Verband. Danke, Prinzessin. Und nun? Gebt auf, er ist euch... Nein. Er hat... Haben wir den jetzt nicht irgendwie... Hier. Danke. Ist unendlich hier, oder wie? Das wird nie... Das wird niemals gehen. Kannst du den jetzt irgendwie... Das wird niemals... Nein, kann sie nicht. Der Weg der... Ich habe alles ausprobiert. Mein Zauber wird... Mein Zauber... Mein Zauber... Mein Zauber... Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und kleines Getier, Schach. Pflanzen und kleines Getier? Die Tentakel sind doch Pflanzen, oder? Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen... Es tut mir jetzt leid, aber... Ich habe alles ausprobiert. Ich sehe echt keinen... Zusammenhang. Und daher... Ich werde mal... Oder sagt Emi was? Was glaubst du in dieser Nie... Was trägst du an dir, was diese Qualen überstehen wird? Das ist die Stimme vom Prinzen. Die ich da höre, wenn ich auf und klicke. Das war gar nicht die vom Stab. Ich weiß nicht einmal... Das wird niemand... Das... Das... Ich weiß nicht. Mir fehlt... Ich darf mein... Nein. Es gibt's nicht. Ich mache einen Cut. Ich meine, ich habe alles ausprobiert, was geht. Entsteinern und Versteinern kann ich nicht. Visionen abschicken kann ich nicht mit den Gegenständen, die ich hier habe. Aktivieren, deaktivieren. Ich probier's mal. Ich fürchte, mein Zauber wirkt nur auf magische Fackeln und die Wächter. Magische Fackeln und die Wächter. Wohl nicht magisch genug. Ne. Du, Da ist nichts mehr. Ich bin auf der Fall... Ihr seid schlau, Herrin. So kann der Kristall nun nicht mehr nach oben schweben. Ich habe nichts gemacht, mein Herr. Ich bin auf der... Kannst du was hinschmeißen? Ich bin auf der... Du kannst ja nicht mehr nach oben schweben. Ich habe da nichts gemacht. Ich muss wirklich cutten. Es geht gar nicht anders. Also, bis gleich. So, ich hatte es vorhin schon mal probiert
mit den Steinen nach ihm zu werfen. Da hat es nicht gemacht. Und jetzt wird mir vorgeschlagen, ich soll es machen. Also, machen wir doch mal. Einmal. Au! Wer wagt es? Na, wer wohl? Satya? Du lebst? So leicht wirst du mich nicht los. Ach, Mädchen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein, pass mal auf. Ich habe noch einen Stein. Der trifft. Ah, für wen hältst du dich? Satya. Und pass mal auf, was ich hier noch habe in der Hinterhand. Das hört jetzt auf. Habe auch leider keinen. Oh, Schutzschild. Und nun sieh zu, wie ich mir diese Kammer ein für alle Mal unterwerfe. Prinzessin, ich habe noch etwas für euch. Oh. Dann zeig mal her, hier, was du hast. Haltet durch. Ich werde diesen... Jo, und? Ihr könnt ihn nicht verwunden, solange er den magischen Schild um sich herum trägt. Dessen Macht speist sich aus dem Hauptkristall und den 5 kleinen Schwebekristallen in den Türmen. Was, wenn ich die Kristalle ausschalte? Dann wird auch er schwächer und sein Schild kleiner. Nehmt diesen Schlüssel zum linken Schwebeturm. Aber beeilt euch! Er wird von Moment zu Moment mächtiger. Ich danke euch. So, jetzt warten wir 5 Minuten, weil mächtiger wird er nicht. Es sei denn, ich gehe weiter in der Story voraus. Dann schon, aber ich stehen bleibe dann nicht. Ist ja leider immer so. So, wo hat denn die Schlüssel nicht vorher schon gegeben? Aber wir machen erstmal auf. Schlüssel zur Turmtür! Ich versuche dich aufzuknacken die ganze Zeit, ey. So, Turm 1 betreten. Oh, wie Rätsel. Fackelhalter, Statue, Schild, nichts. Nach draußen. Turm 1 hinauf, Rüstung, Tentakel. Kasim hat seine Arme bis hierher ausgestreckt. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Und wenn ich... Zack. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Okay, zeig mal Fackelhalter. Neben der Treppe hängt eine Halterung für eine Fackel. Achso, er kann sie ja aktivieren. Das ist wohl nicht magisch genug. Kann ich mitnehmen? Nichts geschieht. Willst du mitnehmen? Nichts geschieht. Wenn ich ein Stück alkoholtränkenden Verband reinlege. Mir fehlt die Vision. Kann die Vision geben? Ich weiß nicht einmal. Dann halt nicht. Die Göttin der Heilkunst, Perreine. Selbst sie hat mich im Stich gelassen. Ich werde es euch allen zeigen. Ich werde das Land heilen, als ihr es nicht mehr konntet. Rüstung haben wir ja noch. Mal gucken. Eine Rüstung neben einer Göttin. Dieser Ort ist Festung und Tempel in einem. Es ist keine echte Rüstung. Nur eine Nachbildung. Dann haben wir hier noch einen riesigen Schild. Es ist eine Karte der Türme. Kann ich mir die angucken? Wir befinden uns in der unteren Kammer des linken Turms. Ja, das sehe ich. Okay, dann gehen wir einfach mal hoch. Hier gibt es ja nichts mehr. Da ist der Kristall. Wir können ihn da deaktivieren, ne? Komm, deaktivier den Kristall. Oh. Was ist geschehen? Ich habe dem Stein seine Kraft geraubt. Dabei muss der Turm nach unten gesackt sein. Geht nach draußen und seht nach. Okay, dann haben wir die Tentakel keine Wirkung mehr. Neben der Treppe hängt eine Halterung für eine Fackel. Oh, hübsche Personia als Statue. In jedem Raum steht eine Rüstung. Die Waffe ist fest mit der Rüstung verbunden. Ich schätze, ich muss mit dem auskommen, was ich habe. Kann ich die Rüstung aktivieren? Das geht nur bei Mark. Ach, komm schon. Und wer ist das hier als Person? Die Göttin des ehrenwerten Kampfes, Rondra. Der Amazonen. Was wohl aus der jungen Amazone im Raschschulsweil geworden ist. Die hat überlebt, aber ob sie ältest überlebt, das ist die Frage. Ich werde es euch allen... Ich werde... Jupp, wissen wir. Zur Brücke 1. Okay, hier haben wir einen Zierkopf von der Statue. Keine dieser Rüstungen ist echt. Nimm mal trotzdem mit. Dann schauen wir uns mal hier um. Wir hoffen, es sind Tentakel. Der mittlere Turm ist voll von der Plage. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe.
Zierkopf. Keine dieser Rüstungen ist echt. Wir können sie aber echt machen, oder? Nicht magisch genug. Der Weg der Willkür ist... auf den Tentakel kommen wir nicht durch. Okay, wir gehen nochmal zurück. Wir aktivieren nochmal den Kristall dort und gehen oben rüber. Wäre jetzt mein erster Gedanke. Der Turm ist... Jo, ist nun wieder oben, danke sehr. Zierkopf, kannst du den darauf? Ich darf jetzt nicht den Kopf... Haha, nicht den Kopf verlieren. Die macht sie beliebt zu scherzen. Sind wir da, perfekt. Das ist ja ein anderes Kristall. Crystal. Berührt ihn und ich werde ihm seine Macht rauben, Charizard. Na dann. Zoom. Jetzt ist er unten. Können wir ihm... Der Kristall ist eine Ebene nach unten gefallen. Ich gucke mal, ob ich da rankomme. Berühre den Kristall. Jit. Gucken, was ich da unten machen kann mit dem Kristall. Mitnehmen? Der Turm ist... Nein. Tja, da hatte ich doch Tatsache kurz aus das Bild rausgeklickt und die Aufnahme ist abgebrochen. Aber zurück zur Brücke 1. Hier ist der Schwebekristall. Solange er schläft, befindet er sich hier unten. Kann ich ihn mitnehmen? Nicht aktivieren, nur mitnehmen. Nimm mal mit. Nein, du sollst ihn mitnehmen. Oh. Er ist nun wieder wach. Geht anscheinend nicht. Dann gehen wir nach oben. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Hätte ja sein können. Und wir sollen den Tentakel nicht zu nahe treten, aber stehen direkt drauf. Der Turm ist... Ist interessant. Liebe Charizard. So, deaktivieren wir den und gehen rüber in den zweiten, wo wir hoffentlich das Gewirr beseitigen können. Hoch, guck mal, seine Ranke ist weg. Zu Turm 2. Geh mal schneller rein. Hier können wir nach oben. Hier ist ein Schwebekristall. Ich gehe erstmal mich umschauen. Hier geht's nicht durch. Hier geht's nicht durch. Welche Statue ist das? Travia. Selbst die Göttin der Gastfreundschaft hat mich verraten. So viele Göttinnen können dir hier nicht mehr helfen, leider. Wer ist sie? Hesinde. Die Göttin der Wissenschaft und der Kunst. Auf ihre Gunst kann ich ohnehin verzichten. Wie pulsierend die da unten sind. Die Tentakel. Ach, schön, dass man noch was über die ganzen da erfährt. Zurück nach unten. Dann kommen wir nach rechts raus. Okay, dann gehen wir mal zur Brücke. Ich will mal gucken, wo wir da überhaupt ankommen. Hier, kommen wir irgendwie weiter? Nicht, Herr Kasim. Wenn ihr die Kristalle in den Türmen löscht, wird auch der Schild klein. Vielleicht könnt... Ja, wissen wir ja schon. Kommst ich bin auf der Fall. Jupp, dann gehen wir runter. Einverstanden. Mach mal aus, das Ding da. Brauchen wir nicht mehr. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Ah, dann habe ich hier was für ihn. Sie wachsen so... Kann ich da nicht irgendwie... Weichet! Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. War ein Versuch wert. Wenn es anders nicht geht... Ach, das geht? Ach, wir haben ihn zerstört. Nur dann. Und ein schwebendes Kristallstück. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, was ich davor hatte gerade. Er schwebt in meiner Tasche. Ja, sowas hätte ich auch gern, ein schwebendes Kristall. Dann müssten wir jetzt gesunken sein, rechts. Nee, nicht. Die Tentakel zerschneiden wir mal ganz frech, wie wir sind. Cutte mal durch da. Zack. Und... Zack. Die wachsen aber nicht neu, oder? Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen. Ich versuch's nochmal. Ich lass mich auch nicht so leicht davon abbringen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Schalten ihn von dort aus. So, nächste Göttin. Oh, Zar. Göttin des Friedens. Wie konntest du nur so irren?
Für welchen Frieden die Göttin? Für den Frieden der Bösen oder Guten? Mit den Worten würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das vermeintliche, vielleicht folgende Ende kommt in der nächsten Folge erst. Oder ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, von daher. Erstmal hier, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn es heißt, es geht weiter mit Memoria. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wartet auf mich und tschüss.